Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Truck und Logistik Simulator. Jawohl, wir sind hier irgendwo hier in der Stadt, müssen ja hier noch einen Auftrag oder müssen noch den einen oder anderen Auftrag fahren, sagen wir es mal so. Ich bin offscreen nochmal zwei, drei Aufträge gefahren mit dem Multivan und mit dem anderen Transporter, mit dem kleineren. Und wir haben jetzt 54.000 knapp, ich glaube, ich meine 71.000 brauchen wir. Ja, schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Geld, damit wir hier rankommen an die Geschichte. So, dann schauen wir mal, was gibt es denn hier? Oha. Oha, hier gibt es ja nicht wirklich viel. Doch, hier gibt es 8.000. Oh, der ist gut. 8.000 ist nicht verkehrt, ne? Aber es sind 9,2 Kilometer. Ja gut, ne, würde ich sagen, ja doch, nehmen wir den mal und schau mal, warte mal, kann das zwar, oh, ohne Anhänger sogar, oder was? Okay, ja gut, von mir aus, dann fahren wir ohne Anhänger. So, dann bin ich noch gefragt worden von Sammy Gazi. Du hattest mich gefragt, ob das Lenkrad hier funktioniert. Meines Wissens ja. Ich kann meins im Moment nicht ausprobieren, weil es nicht gerade nicht hier ist. Aber soweit ich weiß, funktioniert G29 und das Trustmaster auf jeden Fall. Deswegen, das müsste eigentlich gehen. Wie gesagt, ich kann es gerne ausprobieren, sobald ich mein Lenkrad wieder habe. Mache ich dann gerne für euch, aber das werde ich erst in den nächsten Tagen irgendwann mal wieder kriegen. So, zack, so lange müssen wir dann halt dementsprechend noch warten, ne? Gar kein Problem, kriegen wir hin. So, zack. Dann auch hier die Palette rein. So. Ah, die Lichtverhältnisse, die sind hier manchmal ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen. Na, das wird wohl wahrscheinlich nicht ganz so funktionieren, wie ich mir das hier vorstelle. Warum ist die Palette eigentlich so schief? Ich weiß es nicht. Egal, abstellen, ab dafür, passt. So, zack, drin ist das Ding, jawohl. Ja, wir fahren tatsächlich ohne Anhänger. Na gut, okay. So, 9 Kilometer müssen wir jetzt gucken. Dann müssen wir mal los. So, dann hat mich noch Bud Knight 220 gefragt, wie das mit den Lobbys ist. Muss ich auch noch ausprobieren, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gemacht. Können wir mal schauen. Wäre dann in der übernächsten Folge wahrscheinlich. Kann ich mal gucken, dass ich mal in so eine Lobby reingehe. Und mal gucken, wie das so vonstatten geht. Ich habe es noch nicht ausprobiert, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht probiere ich es auch mal offscreen aus. Mal gucken und berichte dann. Kommt jetzt darauf an, wie ich hier durchkomme. Aber das können wir dann auch gerne mal machen. Kein Problem. Wow, wow, wow. Ziemlich eng hier in die Nummer. Wow, hoppala. Sorry. So, tut mir leid. So, dann habe ich ja auch noch mal wegen dem Sound geguckt. Ja, ich kann nur die Gesamtlautstärke halt von dem ganzen Spiel halt etwas runterregeln. Gut, fand ich jetzt nicht so prickelnd. Hab ich mir gedacht, naja gut, dann lassen wir es erstmal so, wie es ist. Also bis jetzt hat ja auch von euch noch keiner beschwert. Ist schon mal gut. Und die Verkehrsdichte habe ich ein bisschen höher geschraubt. Die steht standardmäßig auf 9. Ich habe es jetzt mal auf 13 hochgeschraubt. Mal gucken. Also ein bisschen mehr Verkehr ist auf jeden Fall schon. Aber ich will auch mal ausprobieren, wie das ist, wenn man die mal auf volle Pulle stellt. Also ich weiß gar nicht, wie hoch man die drehen konnte. Ich glaube 25 oder sowas. Da ist wahrscheinlich überall Staus und sowas. Können wir aber auch mal aus Jux und Dollerei machen. Warum nicht? Da bin ich mal gespannt. So, dann gucken wir jetzt erstmal hier nach, ich habe keine Ahnung wohin.
Aber eigentlich auch ganz angenehm, mal auch ohne Anhänger zu fahren. Und dann will ich mir echt den... was war denn das jetzt? Ich glaube, was der MAN oder was ist Scania? Ich glaube, der Scania war es. Den will ich mal holen. Damit wir auch Autotransporte und was weiß ich nicht, auch was fahren können. Ja, und mit den Dingen müssen wir uns dann mal hier so einen Muldenkipper oder sowas mal finanzieren, ne? Weil der Muldenkipper, der kostet 103.000, glaube ich. Ist schon viel. Aber gut, kriegen wir noch zusammen. Schauen wir mal. Und Abfahrt, jawohl! So, wie schnell dürfen wir hier fahren? Ich habe keine Ahnung, ich glaube 80 oder so. Ne, ich glaube, hier darf man sogar 100 fahren. Wobei, mit dem LKW weiß ich nicht. Naja gut, müsste ja für alle gleich gelten. Hier, oh, Vorsicht hier. Oh, Vorsicht hier, ey, was soll denn das? Siehst du das nicht? Ey, original, das wäre mir die Tage in Wirklichkeit auch fast passiert. Da meinte so eine Tussi auch, einfach Vorfahrtsschild zu missachten, einfach mal auf die Autobahn drauf zu bügeln. Wie gut, dass ich so vorausschauend fahren. Weil mit der Nummer habe ich schon gerechnet, bevor die überhaupt angekommen war. Und demnach ist da nichts passiert natürlich. Ne? Aber dir, ey, ganz ehrlich, ey. Da hätte ich auch gedacht, was geht denn mit der? Also manche Leute, ne, ich weiß es nicht. Kannst du nicht einfach so auf eine Straße draufballern? Oder auf eine Autobahn drauf? Verstehe ich manchmal nicht. Aber gut, was soll's. War ja ganz schön finster hier wieder, ne? Also was mir jetzt auch so offscreen mal aufgefallen ist, so kleinere Bugs, ne? Dass mal irgendwo ein Auto an der Kreuzung freest, der dann einfach nicht mehr weiterfährt oder sowas. Ja gut, das sind halt, das zähle ich echt unter kleinere Bugs, ne? Also, oder wie jetzt gerade dieses Licht flackern da. Das ist jetzt so nicht weltbewegend, finde ich. Also da gibt es Schlimmeres, ne? Wie und was und wann und keine Ahnung, da jetzt noch an zusätzlichen Fahrzeugen neuer Content waren oder was weiß ich, was da so kommen soll. Wann das kommt, keine Ahnung. Kein Plan. Steht auch mit den Entwicklern nicht in Kontakt. Zack, hier rum. So, wie viel Kilometer? Das wäre auch noch eine schöne Sache, wenn man hier sehen würde, wie viel Kilometer hat man schon gefahren, weil die Kilometeranzeige da unten im Tacho, die funktioniert nicht. Das wäre nicht verkehrt, wenn es was geben würde. Fände ich ein schönes Feature. Aber wir fahren erstmal schön in den Tag rein, damit wir auch morgens pünktlich da ankommen. Ich hoffe mal, dass wir da pünktlich ankommen. So, einmal links abbiegen, bitte. Hoppala. Jawohl, sehr schön. Und Abfahrt durch den Tunnel. Können aber auch gerne nochmal onboard fahren, warum nicht? Ja, mit dem Lenkrad, wie gesagt, das muss ich noch ausprobieren. Aber ja, meines Wissens geht das.
Aber sobald ich das ausprobiert habe, werde ich berichten. Aber ich bin in der Regel nicht der Fan von den Games mit dem Lenker zu fahren. Weil der Controller muss dann trotzdem immer irgendwie entweder fürs Umgucken oder sonst irgendwas in der Nähe sein. Das ist der Punkt, wo ich sage, so von wegen beim Thrustmaster T300, es fehlen ein paar Knöpfe. Dass man die noch irgendwie zusätzlich mit sowas belegen könnte. Das fände ich schon ganz, ganz nice. Ich glaube, das G29 hat dann weit mehr Knöpfe zur Auswahl. So, müssen wir tanken? Ich weiß gerade gar nicht. Nee, sieht nicht danach aus. Sprit sieht auch gut aus, kein Problem. Die Serpentin wieder runterbügeln. So, jawohl. Was mir mal aufgefallen ist, die Autos, die bremsen immer so voll übelst extrem hier in diesen Serpentinkurven. Und manche ballern voll in den Kreisverkehr rein, wie so die mega gestörten, und manche kommen da gar nicht durch. Da, ne? Habt ihr gesehen, wie der da nochmal gebremst hat? Die bremsen dann irgendwie komischerweise so irgendwie in den Kurven. Warum auch immer. Aber gut, was soll's. So, Kollege, fahren wir weiter da. Danke. Boah, oh, ja, 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 ja. Boah, der war knapp, den habe ich zu spät gesehen. Der war ja richtig hart knapp. Oh, ein schönes Screenshot hier. So, zack, passt. So, dann fahren wir mal. Was kriegen wir da jetzt für 8000 irgendwas, ne? Dann hatten wir, was hatten wir? 56.000, glaube ich, ne? Ja, dann noch ein, zwei so Fahrten, dann können wir uns den LKW leisten. Finde ich geil. Ich Bock drauf. Da habe ich richtig hart Bock drauf. Schauen wir mal, wie lange wir dafür brauchen werden. Vor allem bin ich ja mal gespannt, diese Autotransporte zum Beispiel, ob man da die Autos auch selber auf den Anhänger laden muss. Fände ich schon geil. So, wo müssen wir? Nee, noch einer weiter. Alter, da kommen wir auch ganz schön um die Kurve der Gerausch, ne? So, da hinten müssen wir abladen, jawohl, kein Problem. Was kannst du noch mal tun, ne? Jetzt will ich wieder schön rückwärts da reinfahren. Jawohl, sehr schön, yes. Jawohl, sehr schön. 8.225 Credits kriegen wir wieder. Juhu, 62 haben wir. Und wartet mal, ich will mir diesen hier kaufen. Warte mal, der war das, ne? Ja, genau. Den Scania hier mit 730 PS. 73.000 kostet das Teil. Kann 26.000 Kilogramm anhängen. Hat ein Leergewicht von 8,1 Tonnen. Ja, und damit können wir richtig schöne, dicke Aufträge fahren, ne? Also da habe ich richtig Bock drauf. Aber dafür müssen wir erstmal hier weitermachen. Ne? Wir brauchen erstmal noch
Was hatten wir jetzt? 62, noch 11.000 brauchen wir. Heißt einen guten Auftrag. Wo kriegen wir einen guten Auftrag her? Komm, wir fahren mal da vorne hin. Schauen wir mal. So, hier rot. Ja, komm mal grün hier jetzt. Was soll denn der Geiz? Hallo? Den Blinker sieht man ziemlich schlecht, ne? Naja, gut. So, was mit dem da? Der hat rot, sehr gut. Yee! So, jetzt haben wir auch zu blinken, Dankeschön. So, wo müssen wir hin? Da vorne. Na, gucken wir mal, was wir da für einen Auftrag kriegen. Ist hier eine Ampel, oder? Bin ich mal gespannt. Ich hoffe mal einer, der uns jetzt mit der Fahrt dann schon die 11.000 bringt. Das wäre geil. Aber warte mal, können wir direkt hier beim Bordstein bügeln, ne? Kein Problem, kriegen wir hin. So, was haben wir denn hier? Zeig mal her. Jawohl, so, sehr schön. Zack, 7.000, na ja, gut. Oh, wieder nur, ne? Boah, komm, echt jetzt? Warte mal, wo sind wir denn? Ach, wir sind jetzt da oben und müssen. Boah, Alter Schwede. Bis ganz noch darunter. Das ist, ja, bitter, ne? Das ist bitter. Aber das sind alles Aufträge ohne Anhänger, ne? Sehe ich gerade. Nur die beiden hier. Und der gibt Nummer 7. Wo müssen wir da hin? Müssen wir auch da runter. Der gibt 7,5 und der war. Oder wo ist er? Hier. 8,2. 700 mehr, ne? Ja, komm, dann machen wir den. Egal, scheiß drauf, wir fahren nochmal eine Runde. Wir fahren noch mal eine Runde und gucken mal. Macht ja nichts. Die Kohle brauchen wir so oder so, ne? Und dann können wir uns schön dann zur nächsten Folge hin. Dann fahre ich vielleicht noch mal einen Auftrag irgendwie offscreen. Und dann können wir uns schön zur nächsten Folge den neuen LKW gönnen. Fände ich richtig geil. Das machen wir auf jeden Fall. So, zack. Und einmal rauf. Und rein damit. Jawohl, zack. Und Vollgas mit dem Gabelstapler. Und ja, eigentlich mit dem Gabelstapler irgendwie. Da kommst du nirgendwo raus, ne? Schade. Ich hab gedacht, man könnte hier irgendwie mal mit dem Gabelstapler hier eine Runde über den Hof ballern. Leider nein, leider gar nicht. So, zack. Und absetzen. Und raus hier. Jawohl, sehr schön. Und starten des Motors. Und auf geht's. Wir gehen wieder on Tour zurück. Irgendwohin, ich habe keine Ahnung wo. Aber weiterhin Geld verdienen. Wir sind jung, wir brauchen das Geld. Warte mal, das ist auch ein schöner Screenshot hier mit dem Teil. Ja, irgendwie nicht. Ach verdammt. Hier sind zu viele Blätter und was weiß ich nicht noch im Hintergrund, ne? So, zack, nehmen wir. So, Abfahrt. Schon wieder Blitze, ne? Ey, die stehen aber auch hier link rum, ne? Das ist ja unfassbar. Über die Ampel können wir immer noch bügeln, ohne dass da was passiert. Leider. Na egal. Kommen wir erstmal mit klar. Ich meine, wir können uns ja die Verkehrsregeln halten. Das ist ja kein Problem. Na, wenn rot ist, halt mal an. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ah ja, ein Unfall. Da hat sogar gescheppert, ne? Wow. Aber richtig gescheppert.
Naja, wenn man zu schnell fährt, ne? Aber das Spiel ist schon realitätsnah, ne? Überall rote Ampeln. Wohin das Auge blickt. Wobei die 9 Kilometer, oder doch 9, ne, waren das jetzt, sind eigentlich gar nicht so schlimm, weil man die meiste Zeit auf der Autobahn rumwirkt, ne? Das geht eigentlich. Wow. So, und ab dafür. Wieder durch die Pampa heizen wir mit unserem LKW. Zimmer 90, kein Problem. 90 geht klar. Wow. Das geht vielleicht gar nicht klar. Aber landschaftlich jetzt ist es noch hier schön, ne? Fährt eigentlich auch. Oh, Vorsicht, Blitzer. Ja, der steht aber auch, der steht ja richtig mies da, ne? Mein lieber Scholli, wir könnten sogar hingehen, wir könnten die Verkehrsdichte sogar noch höher drehen, ne? Wenn ich mir das hier so mal angucke. Das mache ich mal zur nächsten Folge, dann schraube ich da noch mal ein bisschen dran rum. Dann war doch noch ein bisschen mehr Verkehrsdichte, weil irgendwie ist es immer noch so we zu wenig, ne? Hier auf den Autobahnen. Finde ich. Da geht noch ein bisschen. Bisschen realistischer muss das ja schon sein. Ne? Ich bin ja nicht hier irgendwo in Skandinavien, wo du ja erstmal hunderte Kilometer von fährst, bevor du überhaupt mal jemanden siehst. Oder in Australien oder so. Ab dafür durch die Mitte. Und wann kommt dieses Video hier? Warte mal, lass mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, es ist das Video, was an Silvester hier kommt, ne? Wenn ich mich nicht verzählt habe. Und Freunde, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein. Passt mit den Böllern und Raketen auf, falls ihr da aktiv seid. Aber ich generell nicht. Ich halte davon nichts. Also ich finde es schön, es anzugucken, wenn es ein schönes ist, aber das, was man so jetzt so zu kaufen kriegt, es macht einmal so kurz Puff und dann war es das. Und naja, da ist mir ehrlich gesagt mein Geld ein bisschen zu schade für. Aber wenn ihr da unterwegs seid, Böllern und so weiter, passt auf jeden Fall auf euch auf euch auf. Ja, wie gesagt, dann freue ich mich mit euch ein geiles 2024 wieder zu haben. Mal gucken, was wir dann so an Games noch da machen. Was dann noch so kommt und wie auch immer. Ne? Also da bin ich echt mal gespannt. Ist im Moment ziemliche Krise in der Gaming-Branche. Oh, warte mal, ich muss hier abfahren. Wir müssen hier abfahren. Ich fasse den Ausfall vorbei raus. Voll lauter Quatschen. Na komm, zieh durch. So, wie weit haben wir denn noch? Ich habe keine Ahnung. Hey,
ich habe keine Ahnung, wie lange wir es noch brauchen, wie lange wir noch brauchen bis zum Zielpunkt. Wir können ja mal kurz auf die Karte lupen. Wo sind wir? Alter Schwede, das ist ja noch voll weit. Oh mein Gott. Wir sind da oben, wir müssen auch da unten. Der ist doch richtig weit. Okay, aber dann jetzt Vollgas. Moment, ist das richtig? Tatsache. Naja gut, schauen wir mal. Weiter geht's. Ja, wird die Folge diesmal ein bisschen länger wieder. Yay! Zack. So, wo können wir? 110? Oh, das ist glaube ich ein bisschen schnell. Und stand hier nicht an der Brücke irgendwo ein Blitzer? Ah, hier oben, ne? Warte mal, wo ist hier runter? Ja. Oh, Vorsicht. Wie ist das eigentlich mit dem Schadensmodell? Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, ne? Müssen wir mal schauen, wegen Reparieren und sowas. Oh, hier müssen wir auch wieder ab. Boah, guck mal, der Mond da hinten. Was ist denn das für ein Monstermond? Ich geh ab. So. Oh, ja, ja. Ey, ich hab Vorfahrt. Was soll denn das? Da steht ein Schild, dass ich Vorfahrt habe. Ich glaube es ja. So, wir müssen irgendwann mal bei Zeiten, aber das machen wir nicht jetzt, weil wegen Geld. Mal schauen, dass man hier mal, ich glaube, man kann an den Tankstellen auch die Fahrzeuge reparieren lassen. Ne? Das ist ja auch immer so ein Werkstattschlüssel. Was dann da so kaputt ist und was wir da so bezahlen müssen. Bin ich mal gespannt. Machen wir, wenn wir einen neuen LKW haben. So. Und schon sind wir in der Stadt. Sind wir denn jetzt schon fast da, ja, ne? Ich glaube ja. Uiuiuiui, einmal hier um. So. Wir müssten eigentlich quasi da sein. Es ging ja dann am Ende des Tages doch noch schneller als gedacht, ne? Geht dann doch recht zügig, ne? Obwohl das jetzt so weit aussah. So weit war es jetzt nicht mehr. So. Da vorne müssen wir nämlich abladen. Die Frage, können wir jetzt hier rein? Ja, ne? Ja, da vorne ist die Einfahrt, jawohl. Ja, ist doch geschafft. Ja, mal auf die Hütten hier. Danke. So, müssen wir dann abladen. Da vorne. Kein Problem. Ja, war ein ganz komischer Parkplatz hier. Oh, Vorsicht. Oh, jo. Na, moin. Voll den Zaun umgeheizt. Alles klar, läuft. Jawohl, wir haben es aber trotzdem geschafft. 8203 Credits, 70.579. 200.000 fehlen noch, ne? Autsch. Naja, gut, dann würde ich sagen, fahre ich die 200.000 jetzt hier offscreen nochmal eben mal schnell ein, wahrscheinlich. Und dann schauen wir mal, dass wir uns in der nächsten Folge hier unseren neuen LKW kaufen. Wird bestimmt. Ja, eine schöne Geschichte. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert mit dem Supporten. Eine Bewertung und Kommentar. Vielen Dank. Und ja, dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge hier dann reißen. Ich sag mal bis zum nächsten und ciao, ciao.